Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Und ja, wir müssen gerade wieder erzählen, was wir über Philippa erfahren haben. Die Frage ist, wie kommen wir hier raus? Portal? Okay, dann machen wir wohl Portal-Hopping. Und hepp. Geht relativ schnell durch die ganzen Portale und schwupps. Und nochmal schwupps. Und dann haben wir es gleich. Machst du das letzte Portal oder kommt da noch eins? Eins kommt noch, glaube ich. Hier wäre ja eigentlich auch ein Portal. Aber das können wir irgendwie nicht. Da ist die Hand auf dem Boden. Aber irgendwie können wir das nicht aktivieren. Na egal, wir sind hier fertig. Und können abzischeln. Wahrscheinlich werden die Soldaten dann auch noch fragen, was so war. Genau. Du lebst noch? Hast du was gefunden? Staub, Schmutz und einen Megaskopkristall. Was zum Teufel das auch sein mag. Aber er könnte wichtig sein. Gib ihn mir. Wir überbringen ihn dem König. Du scheinst dich zu vergessen. Spar dir die Befehle für deine Männer auf. Wie du willst. Schnappt ihn! Ernsthaft? Ach komm schon. Ernsthaft, Leute. Ewiges Feuer! Na komm schon. Na toll, unser Schwert hat eine Macke. Dann mal ganz entspannt kurz das Schwert reparieren. Aua! Die hauen ganz schön rein, die Guten. Richtig nervig, die Typen. Ah, jetzt sind wir auch noch überladen. Ach Mann. Müssen wir wieder zu einem Händler dann. Bei Gelegenheit. Hauptsache, wir sind nicht mehr überladen, das ist das Ziel. Ganz ehrlich, was soll denn das? Wir machen hier die Mission, dann liefern auch wir das ab, was wir gefunden haben. Ist ja wohl ganz klar. Waren das jetzt alle? Wir haben jetzt einfach alle, die hier mit drin waren, umgebracht. Auch gut. Gut. Und dann geht's per Schnellreise zurück in den Hafen. Von Ochsenfurt zu Radovid Schiff, nehme ich mal an, das da im Hafen liegt. Mal schauen, was der so zu sagen hat da dazu, was wir gefunden haben. Und ich hoffe, der quält uns nicht mehr allzu lang mit irgendwelchen Missionen für ihn, sondern lässt uns dann in Ruhe, aber das sehen wir dann noch. Erstmal wieder ein bisschen durch den Form schönen Ladebildschirm durch. Das dauert zum Glück nicht so lang, ist aber nervig. So. Servus. Wie geht's so? Dies ist das Schiff seiner Majestät Radovid des Fünften, König von Redanien. Nenne dein Begehr. Ich will den König sehen. Es geht um Philippa Eilhardt. Wenn das so ist, komm mit. Aber keine plötzlichen Bewegungen. Ich hab dich im Auge. Alles gut, ich bin ganz ruhig. Hexer,
Hast du Fortschritte gemacht? Hast du Eilhard gefunden? Nein, sie war nicht in ihrem Versteck. Aber ich habe dort diesen Kristall gefunden. Hätte ich einen glitzernden Stein gewollt, wäre ich zum Juwelier gegangen. Du solltest mir Eilhard bringen. Das ist der Kristall eines Megaskops. Die Magier, die ihr gefangen haltet, müssten daraus Informationen erhalten können. Ja, dann wären sie endlich mal zu was Nütze. Ist zwar nicht genau das, was ich erwartet habe, aber du hast dir deine Bezahlung verdient. Jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss mich um andere Angelegenheiten kümmern. Natürlich muss er das. Ich mag den so gar nicht. 135 Kronen ist jetzt auch nicht so die Welt. Aber wir haben die Quest abgeschlossen. Okay, gut. Dann schauen wir mal, was wir sonst noch so haben. Nebenquests. Jetzt oder nie trifft dich mit Triss, das müssen wir noch machen. Hexeraufträge. Vielleicht. Schatzsuchen haben wir nicht wirklich was. Also dann haben wir noch die eine Nebenquest mit Triss und mehr haben wir im Moment nicht wirklich. Dazu müssen wir die Stadt wechseln. Nee, bitte nicht. Der kann ganz schnell in seinem eigenen Ekel ersticken, der Gute. Ich mag den echt nicht. So. Schwupps, Platz des Hierarchen. Und dann gehen wir mal Triss besuchen. Schauen, was die von uns will. Die hat uns ja den Brief geschickt. Ach ja, diese Ladebildschirme. Aber wenn ich alles reiten würde, wie gesagt, die ganzen Strecken immer 1000, 1200, 1500 Meter, alles reiten würde, würden wir viel länger brauchen, vor allem weil wenn wir dann uns in der Stadt fortbewegen, ja auch nicht mehr galoppieren können mit dem Pferd. Das ist dann echt wesentlich zeitsparender, die Ladebildschirme uns zu gönnen, auch wenn es echt langweilig ist und ermüdend auf Dauer. Ja. So. Wir sind da. Er muss noch kurz ein bisschen die Stadt laden. Deswegen ist gerade ein bisschen ruckelig. Hallo? Hat nicht nach Regen ausgesehen. Ja, es regnet aber. Gerade läuft ziemlich unrund. Ich weiß nicht warum. Tut mir auf jeden Fall leid. Also müssen wir auch noch kämpfen. Ah, Gerald, wie wär's mal mit Schwert ziehen? Junge. Danke, Gerald. Aber im Moment läuft's gerade irgendwie. Mal ganz kurz. Okay. Nein. Läuft gerade irgendwie nicht flüssig, warum auch immer. Leute von Huren, sondern die kann man eh vergessen. So schlecht wie die sind. Aber so ist es gerade ein bisschen ungut zu spielen. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier ganz kurz einen Cut und wenn es wieder flüssig läuft, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Ciao, Leute. So, da sind wir wieder. Ich habe einfach nur kurz die Aufnahme beendet und wieder angefangen. Und jetzt läuft es wieder flüssig. Keine Ahnung, was das gerade war. Das ist definitiv nicht gut. Wahrscheinlich haben die Vermieter wieder Stress gemacht. Aber ich habe ihm Voraus gezahlt, für den ganzen Monat. Das stimmt, aber den alten Preis. Jetzt ist das Risiko größer und das tritt dem Preis... Nach oben. Ich habe kein Geld Toll. Mehr. Aber du hast was anderes, Liebchen. Her mit der Halskette und dann raus hier. Hände weg, sonst schneide ich sie ab. Gerald, das musst du nicht tun. Ich will aber. Nimm deine Sachen und los. Raus jetzt! Sofort! Wenn ich deine Hilfe brauche, bitte ich darum. Was? Bist du wütend? Wütend? Nein.
Aber die Kette haben sie verdient. Sie haben viel riskiert, indem sie mich versteckt haben. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Die Stadt wimmelt von Hexenjägern. Ich weiß. Wir waren fertig und klar zum Ablegen. Aber die Jäger waren schneller. Sie haben alle Tore geschlossen, an jeder Ecke Wachen aufgestellt. Alles in einer Nacht. Dann haben sie die Stadt durchkämmt. Jede Straße, jedes Haus. Sie halten jeden an, der irgendwie verdächtig wirkt. Meist gewöhnliche Leute mit Glücksbringern wie Hasenpfoten oder Hufeisen. Aber manchmal landen sie an Treffer und nehmen echte Magier fest. Wie kann ich helfen? Alles gerät aus den Fugen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich sollte alle Magier so schnell wie möglich zu den Docks und an Bord des Schiffs bringen. Aber Berthold und Anis waren noch nicht beim Treffpunkt. Berthold und Anis? Wer sind sie? Ein junges Paar. Er ist Alchemist und hatte eine Praxis in Gildorf. Sie hat in Arethusa studiert. Ich mache mir Sorgen, dass die Leute, die sie versteckt haben, sie verraten haben. Siehst du? So schlecht waren meine Gastgeber gar nicht. Es wird nicht einfach sein, den Hafen zu erreichen. Die Straßen sind voller Wachen. Dann nehmen wir die Straßen nicht. Im Zweifelsfall wollten wir uns alle im Eisvogel treffen. Da gibt es im Keller einen Zugang zur Kanalisation. Offenbar kann man so bis zu den Docks gelangen. Ich kenne die Novigrader-Kanalisation. Jäger sind da keine. Aber das heißt nicht, dass es sicher ist. Deswegen bitte ich ja dich, den Weg zu den Docks zu suchen und den anderen den Weg freizumachen. Und das schnell. Die Jäger könnten unseren Plan jeden Moment erraten. Verstehst du mein Dilemma jetzt? Zweien helfen und alle anderen gefährden. Oder direkt zum Eisvogel gehen und die beiden dem sicheren Tod überlassen. Was mache ich nur, Geralt? Wir sollten Anis und Berthold helfen. Sie so abzuschreiben, das wäre grausam. Gut, aber dann müssen wir jetzt los. Die Zeit läuft. Zeig den Weg. Wir schaffen das, wir geben Vollgas und dann kriegen wir das hin. So. Go. Lass mal Fatzendriss. Ich hoffe, die Wachen lassen uns in Ruhe. Ah. Boah, Alter, Geralt hat in letzter Zeit eine Schwertzückrate, die ist heftig. Aha, die Tempelwache. On fire, die gute. Und tot. So. Wo ist das? Go, Triss. Weit weg, in den Scherben. Still, Geralt. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit auf uns lenken. Ach so, und deswegen sind wir fett. Patrouille. Sie dürfen uns nicht sehen. Wo denn? Ach, da hinten. Nun? Patrouille weg? Okay, gut. Ja, so zum Thema unauffällig und deswegen sind wir fett laut am Kämpfen mit Feuerbällen und Igni und weiß der Geier. Okay, wir sind da. Das sind sie, wie ich gesagt habe. Verdammter Zauberer und seine Hure. Sie beschäftigt sich auch mit Hexerei. Gute Arbeit. Klappt sie. Ich flehe dich an. Wir haben nichts Falsches gemacht. Genau. Marigold. Mir bleibt keine Wahl. Der Hexer hat für zwei Scheiterhaufen gebraucht. So, sehr gut. Alles in Ordnung? Könnt ihr gehen? Ja. Von hier gehe ich nicht weg. Ich bin doch nicht verrückt. Berthold. Hast du gesehen, was da draußen passiert? Sie erwischen uns, bevor wir am Hafen sind. Sie erwischen uns und töten uns. Wir gehen sofort. Gehen. Danke. Wir müssen zu den anderen. Schnell. Ja, das können wir machen. Kommt der Rest. Okay, gut. Gut, Riss. Ich hoffe, die kommen hinterher. Hörst du?
Noch zwei! Schnappt sie! Hast du die Kanalisation unter dem Eisvogel ausgekundschaftet? Oh. Nein. Das wollte ich gar nicht. Ich dachte, dass wir da durch müssen. Wenn man bedenkt, dass sich die Wachen vor einem Jahr noch vor den Magiern verbeugt haben. Heute müssen wir wie die Ratten aus der Stadt fliehen. Du könntest bleiben. Du würdest es schon schaffen. Aber die anderen ohne mich niemals. Dann machen wir eine Rettungsaktion. Das kriegen wir hin. Und dann kann auch Geralt ruhiger schlafen, wenn er weiß, dass Triss gut geht. Da ist Anis, zum Beispiel Berthold. Wo ist er hin? Ich hoffe, der ist jetzt nicht irgendwie abgeblieben. Keine Wachen oder Jäger in Sicht. Scheint alles in Ordnung zu sein. Ach, da ist er ja schon. Zu spät. Ich hoffe es ja nicht. Sie sind schon hier. Alter, Geralt zieht einfach sein Schwert nicht. Hexenjäger. Sind zum Glück nur so Billo-Gegner. Okay, Triss hat den letzten erledigt. Ach nein. Verdammt. Wir sind zu spät. Zu spät? Wir haben immerhin zwei gerettet. Ja. Und einen verloren. Gut, dass wir hier waren, bevor sie die Falltür finden und die anderen schnappen konnten. Hier geht's nicht um Zahlen, Geralt. Aber wir haben keine Zeit zum Trauern. Komm mit. Aber in der anderen Variante hätten wir zwei sicher verloren. So ist es zwar traurig, aber es ist eben passiert. Hier lang, Geralt. Aha, so. Da ist der ganze Rest. Triss, was ist oben passiert? Ist alles in Ordnung? Nein, nichts ist in Ordnung. Geralt, warte kurz. Ich möchte wissen, wer hier ist. Warum die Tränen, werte Dame? Du solltest dir keine Sorgen machen. Das trübt deine Schönheit. Dann sprichst du wohl aus Erfahrung. Nein, ich wurde schon hässlich geboren. Du fliehst auch nach Kovir? Nein, aber ich helfe den anderen dabei. Du kennst mich, mitleidiges Herz und so. Ja, ich weiß. Du hast kein Herz. Weder ein mitleidiges, noch sonst irgendeins. Mich erstaunt dein anatomisches Wissen über meinen Körper. Aber Spaß beiseite. Ich freue mich darauf, Freunde in Kovir zu haben. Besonders unter König Tankreds Gefolgschaft. Psst, Triss möchte etwas sagen. Wir reden später. Wir haben lange auf die Flucht gewartet. Bis wir sicher waren, dass Kovir uns aufnehmen würde und wir genügend Geld für ein Schiff und einen vertrauenswürdigen Kapitän hatten. Wir haben zu lange gewartet. Wir dürfen nicht länger zögern. Wir müssen Novigrad heute verlassen. Das ist verrückt. An jeder Ecke stehen Jäger. Dann gehen wir durch die Kanalisation zum Hafen. Geralt findet einen sicheren Weg für uns. Sie werden uns so oder so erwischen. Wirst sehen. Sie werden uns fangen und töten. Vielleicht. Dann sterben wir in Würde, mit den Waffen in der Hand. Nicht auf einem Scheiterhaufen und um Gnade winselnd. Ich gehe jetzt in die Kanalisation. Ich gebe euch ein Zeichen, wenn der Weg frei ist. Dann folgt ihr mir. Weicht nicht vom Weg ab, egal was passiert. Ich gehe mit Geralt. Du, Dijkstra, gehst zum Hafen und sorgst dafür, dass mit dem Schiff alles in Ordnung ist. Schon unterwegs. Wir sehen uns dort. Hoffentlich. Alles klar. Triss, willst du wirklich mit? Sei mir nicht böse, aber... Gleich werde ich das. Hör auf zu reden und geh voraus. Okay. Das ist jeder Versuch zwecklos. Wir gehen in die Kanalisation und schauen mal, was so abgeht.
Das ist falsch, weil es aussieht. Nun? Aha, wir müssen Triss mitnehmen. Vielen Dank für deine Hilfe. Du brauchst mir nicht zu danken, ehrlich. Doch, es bedeutet mir sehr viel, jemanden zu haben, auf den ich mich in dieser verfluchten Stadt verlassen kann. Schon gut, bald ist alles vorbei. So, das lief schon mal gut. Das auch, würde ich sagen. Find einen Weg. Ups. Bibliothek? Das ist tatsächlich merkwürdig. Was macht eine Bibliothek hier unten? Sie, die da weiß, das kennen wir schon. Das Buch. Ich habe einen Ausgang gefunden. Na toll. Wieder überladen. Taugt die Rüstung was? Ja, auch wenn es nicht so schön ist, aber... Ja, wir lassen mal die neue an, dann können wir die da dafür mal fallen lassen. So, dass wir halt nicht überladen sind. Art ausgerüstet. Ah, jetzt hat das Silberschwert einen Hau. Na toll. So, das waren die. Dann geht's hier weiter. Stopp! Hörst du das? Was oh. ist das? Meine Spezialität, weißt du? Du brauchst keine Angst zu haben. Hängt davon ab, wie viele es sind. Oh. Ein paar. Eigentlich würde ich denen ja nichts tun, aber die sind halt nervig. Da geht's nicht raus. Geht's denn dann raus? Da sind wir hergekommen. Da geht's nicht raus. Kann ich ja einsammeln. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier raus? Oder wo müssen wir hin? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Sind wir hier? Ne, ist abgeschlossen. Hier geht's raus. Da jetzt Blutspritzer und da oben haben wir Gesellschaft. Ja, so viel dazu. Hier oben irgendein Ausgang? Nee. So, außerhalb vom Suchradius.
Da geht's nicht weiter, jetzt müssen wir darüber. Da geht's irgendwie hoch, aber. Die Leiche ist blass, vertrocknet. Komme ich da einfach so hoch? Nee. Wie komme ich denn dann da hoch? Da geht's ja vielleicht raus. Oder muss ich unten rum hier raus? Okay, wir müssen hier unten rum raus. Ansonsten. Ah. Wunden am Hals und an den Schultern. Warum ist der Ertrunkene tot? Oh, da hat's Kratzer. Klauenspuren, lang und scharf. Was ist denn noch hier unten? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall weiß ich. Das war's für diese Folge, so leid es mir tut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, bahnen uns weiter unseren Weg durch die Kanalisation. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, ciao, Leute.